Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Phasmophobia. Ich muss sagen, das Spiel macht mir immer noch viel Spaß und so haben wir Mitte Januar ein paar Ründchen gespielt. Es gab zwischendurch ein paar Phasmo-Updates. Es wurde teilweise ein bisschen schwieriger, ein bisschen gruseliger. Es wurden so ein paar Sachen halt verändert. Das heißt, wir haben das zum Anlass genommen, um wieder ein paar Ründchen zu spielen. Und ich habe mir so 3, 4 Runden rausgesucht, die werde ich euch jetzt hier nach und nach hochladen. In dieser Folge werdet ihr merken, es sprach die Panik aus mir. Also, ja. Seid gewarnt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge Phasmophobia. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Aktuell ist alles gut. Ich nehme... So, du hast schon ein Buch. Dann... Nehme ich jetzt nur EMF und Fotoapparat. Mhm. So. Ich werde übrigens irgendwann meine Schwester hauen. Das macht man nicht. Kekse geschickt. Sie hat Charles Pommes. Kekse geschickt. Sie weiß, ich hasse Kokos. Kokos ist lecker! Also ich bevorzuge Kokosmakronen. Als Pommes. Ah. Zweiten Bildschirm mal. Klar, also hier nichts auf der Welt. Gut, los geht's. Packen wir zusammen oder wie machen wir es? Können wir machen, aber ich habe keinen Thermometer. Ich hab einen. Ich hab einen Thermostat. Ich gehe gern mit Susi. Okay, dann geh ich allein. Noch nie mit Tina zusammenlaufen. Was? Mo geht hinten rechts rein. Susi, wollen wir da hochgehen? Ich würde sagen, Susi und ich, wir gehen nach oben. Mo ist unten rechts. Kater, du kannst unten in die andere Richtung gehen. Mo ist dort drüben reingegangen. Ist lecker. Charles Thomas. Gib mir ein Zeichen. Charles Pommes. Hüte. Hast du Angst? Bist du hier? Die Bahn ist auch toll. Bei Profi ist sie doch am Anfang jetzt immer raus, soweit ich weiß. Auch Kupfermünze! Was? Ich ignoriere es jetzt seit 5 Minuten! Ich habe immer irgendwas gehört, das ist auch lecker und das und das. Ich hab 5 Mal dir angerufen! Guck mal in meine Hand! Hörst du mich an? Guck in meine Hand. Ja, ich sehe es. Gut. Ich habe Tina gerade keine Ahnung, wie oft gerufen, oder? Vielleicht sollten wir zukünftig die Pillen irgendwo neben den Laster schmeißen. Damit wir die Hand aber frei haben, weißt du? Also, dass Modi nicht klaut. Ich habe erschrocken. Ich dachte gerade, ich hatte hier Atemwölkchen, aber da habe ich mich wohl getäuscht.
Wie bitte? Karin hat sich gerade die Zunge verbrannt. Das wird eklig die nächsten zwei Tage. Restliche Pizza und Pommes von gestern. Hauptsache, die Pommes waren nicht wabbelig. Habt ihr schon was? Nein, nein. Maximal 13. Aber nicht kennen. IMF hat auch noch gar nichts gesagt. Gut, hier drüben waren wir ja eigentlich jetzt überall. Danke. Jetzt über das Sport. Ja. Ein Geist! Hallo. Also da drüben ist nichts mehr, da waren wir überall. Also, das heißt nichts mehr. Aber wir haben nichts gefunden. War jetzt ein bisschen doof, dass sie aus der Richtung kam. Um? Ich wollte eigentlich hinter euch gehen. Und dann von hinten einmal. Boom. Der Mo knurrt immer wie ein Babykrokodil. Ja, genau so. Gib uns ein Zeichen. Funktioniert jetzt, ne? Ich hab's nicht angemacht, keine Ahnung. Gib uns ein Zeichen. Warst du jetzt hier auf der Seite? Charles Pommes. Hieß doch Charles, oder? Charles Pommes. Charles Thomas. Ruf an. Gib uns ein Zeichen. Du schon wieder. Charles Thomas, gib uns ein Zeichen. Charles Thomas. Wo bist du? Ich glaube, der ist unten, oder? Weiß nicht, hier oben ist halt gar nichts. Habe ich nachgeschaut, nochmal sogar den anderen Gang. Da habe ich jetzt nichts gemessen. Vielleicht kam das aber auch später. Ja, also ich gehe hier oben gerade zweite Runde. Ich habe bisher gar nichts gefunden. Ich tippe irgendwie auf einen Flurgeist. Ja, man könnte natürlich schauen, ob man in irgendeinem Gang jetzt Orbs sieht. Ich sterbe, ich habe Herzschlag. Ich sterbe. Wir haben die nackte Frau, sie ist direkt vor mir langgelaufen. Hilfe! Sie jagt mich, Hilfe! Hilfe, sie jagt mich! Ich geh runter! Hilfe! Oh, ich lebe doch! Ich hab die Schritte oben gehört. Ja, sie ist dort oben in dem großen. Die ist da an dem großen Saal, also diesem Vorraum, wo wir die ganze Zeit gerade waren, lang. Um mich herum. Und ich hab rumgeschrien und sie hat mich nicht gekillt. Guckt euch mal die schönen Fotos an. Und ich höre ein Telefon. Ist hier oben über der Turnhalle in dem großen Raum. Ja,
Die ist in diesem Vorraum, dort wo ich gehockt habe. Scheiße. Seht ihr die Bilder im Buch? Also, die Sanity von Mo. Die Sanity von Mo, Carter und mir ist bei 20, Susi bei 54. Ups. Ich glaube, das da oben ist Susi. Gehen dort einfach durch die geschlossene Wand. Sanity vom Kater ist 0, Mo ist 3, Susi ist 39. Reicht doch voll aus. Haben wir aber schon irgendeinen Beweis? Nee, ne? Okay. Ich komme nochmal mit EMF und... Foto haben wir ja schon. Ich lasse den Fotoapparat jetzt hier. Alles klar. Ich bin auch gerade draußen. Ich wollte jetzt auch gerade noch was. Haben wir denn noch? Dann bringe ich einen Bewegungssensor mit und EMF nochmal. Ich bringe eine Kamera mit. Ich versuche sie mal zu platzieren. Ich habe das Buch schon reingepackt. Mal schauen, was es noch alles gibt. Hand. Hand. Also wo ist die? Ist die jetzt wirklich hier in diesem großen Raum, wo ich gehockt habe? Nein, nee, nee. Treppe hoch. Dann links. Ich hab das. Okay. Seht ihr aber die coolen Bilder, die ich gemacht habe, oder ist es bei euch nur schwarz? Die ist genau vor mir lang gelaufen. Und ich habe rumgeschrien. Schwarz. Und ich dachte, die wird getriggert. Warte, dann mache ich dir einen Screenshot. Ich will, dass du das im Stream zeigst, weil das ist so ein schönes Bild. Und wäre ich nicht weggerannt, hätte sie mich getötet. Ich weiß es. Und ich weiß nicht, warum die... Sie wollten nicht mit mir tanzen. Es ist doch eine nackte Frau. Das ist doch die nackte Frau. Warum heißt die Charles? Trans, ich hätte das mal gehört. Ich kann sagen, Trans. Ich spiele aber sehr gerne mit Türen, kann das sein? Warte, ich pack dir den Screenshot bei Discord rein. Doch, man sieht's. Oh, sie jagt schon wieder. Ja, kann ich ja hier noch. Hm?
Einfach weg. Hey, du warst draußen? Ja. Der Geist wollte ja nicht mit mir tanzen. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Ich habe neben ihr rumgeschrien, dass ich sterbe. Und das hat sie überhaupt nicht interessiert. Ich dachte, die hören jetzt also besser. Ich war ja bei dir, wo du da gehockt hast. Und ja, wo ich bei dir war, habe ich angefangen, Schritte zu... Ja, und ich bin hocken geblieben. Und dann lief sie vor mir vorbei. Und dann kam sie plötzlich von rechts. Da bin ich losgerannt. Der hat dich im Augenwinkel. Sie ist auf jeden Fall definitiv in diesem Raum, weil sie mir da nochmal kurz erschienen ist. Okay, also, ich folge einem von euch, weil ich weiß jetzt noch immer noch nicht genau, welcher Raum. Ich habe einen Bewegungssensor und einen EMF. Haben wir eine Kamera? Foto vom Geist ist alles schon erledigt. Es sei denn, du willst noch was anderes fotografieren. Ich meine die Videokamera. Ist noch keine drin. Lebt Carter eigentlich noch? Er hat noch gelebt. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Alter, wo bist du denn? Adrian! Fingerabdrücke. Bist du hier? Geisterbox. Und Geisterbox. Fingerabdrückung Geisterbox und die Hand. Noch EMF fest. Zeig dein hübsches Gesicht, meine Dame. Ich wollte den Bewegungssensor dran packen. Ich schwöre euch, ja. Sie kommt nicht. Sicher? Sehe sie nicht. Unten. Ja, dann bleibe ich jetzt hier stehen. Jetzt kommt sie. Sie kommt. Sie hat die Tür aufgemacht. Komm her. Komm her. Hübsche Dame. Ja. Nicht mehr lang. Du hast mich fast. Oh. Hoppla. Okay. Und da ist sie auch weg. Können wir nicht oben lang? Ja, wir können. Ich wollte gerade sagen, wir können mal. Was? Ein Gespenst! Hey, sie steppt. Ich hab EMF reingeschmissen. Ich auch. Hier draußen ist aber auch Gefriertemperatur. Scheiße. Einfach laufen. Ja. Los, wieder hoch. Geht immer den gleichen Weg, kann das sein?
Ist vorbei, wir kommen jetzt raus. Es müsste alles erledigt sein. Ist immer noch ein Gespenst. Ja, ich will erstmal raus hier, bevor ich irgendwas eintrage. Der Seitengang, wollen wir links raus? Geht mir ans Telefon, bitte. Oh, Alter. Da kam die auf einmal von vorne, ey. Ja. Ich dachte, die verfolgt uns und auf einmal kommt die von vorne uns entgegengelatscht, Alter. Aber das ist das erste Mal, dass ich bei Phasmophobia vor den Geistern weglaufe. Ich bin sonst einfach in irgendwelche Räume gegangen. Ja. Aber gut, Highschool bietet sich halt an. Es sind lange Gänge und so. Hä, das Stativ? Ja. Also Fingerabdrücke, Box und Gefrier, richtig? Ja. Wo eigentlich? Wo? Der war gerade hinter uns draußen. Er war hinter uns. Warum schmeißen sie die Stative hier hoch? Ich hab keine Ahnung. Vom hier ist eins ist schwarz, die anderen sind silber. Bei mir. Ich glaube, er ist noch im Gebäude drin. Oh? Er ist hier unten, Susi. Wie man dieses Stativ da einfach noch sieht. Kann man da out of map? Leider nicht. Schade. Ich habe zumindest jetzt schon hier alles abgecheckt und die komplette rechte Seite bis hinten zur Treppe. Ob man irgendwo sich durchglitschen kann oder so. Das ist unlogisch, hier ist voll offen. Ja, hier ist halt eine Ja, Wand, aber der eine Stein. Der Stein ist hier im Weg. Ist euch mal der Bus so aufgefallen? Ja, die beste Textur überhaupt. Der hat auch einen Platten, und oder? Hier, die Reifen oben sind aufgemalt. Ja. Und er schwebt. Spieldesign. Fahren wir nach Hause. Ja, wir Und haben nicht? Alles erledigt. Alles eingetragen? Jo. End. Beste Kameraansicht. Guck dir die Kamera an. Das ist wirklich gut. Hallo Suki. So, kann losgehen. Auf geht's, ab geht's. Haha. Money.